Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Farm Manager 2018. Schön, dass du wieder dabei bist. Das freut mich wirklich, denn du warst gerade Zeuge davon, dass wir dieses eine oder diese eine Aufgabe erfüllt haben. Was ich mir gerade frage ist, kommen jetzt auf dem Feld auch mehr Erdbeeren raus, weil hier das besser gedüngt ist? Mal noch rausfinden. So, und hier wollen wir Kartoffeln anpflanzen, nee, Tomaten. Damit jetzt auch wirklich alle Gewächshäuser zugange sind. So. Dann würde ich gerne ein bisschen Vielfalt reinbringen und mal eben gucken, welche Tiere gibt es hier noch. Es gibt einen kleinen Käfig für die Kaninchenzucht. Das Imkerhaus haben wir schon. Da geht es um den Hühnerstall. Weiß ich jetzt nicht, ist ein kleiner Hühnerstall. Ein kleiner Schweinestall, kleiner Stall. Ziegen und Schafe. Nein, Schweine. 12.000, 18.000. Dann müsste man nochmal Mitarbeiter für Tierzucht haben. Apropos Tierzucht, was ist denn jetzt eigentlich mit unserer vielfältigen Ernährung? Hier haben wir noch alles. Ja. Außer Äpfelchen. Ich frage mich, warum ich die ganze Zeit mich weigere, da Äpfelchen zu kaufen. Wahrscheinlich, weil die so teuer sind, ne? Was mich darauf bringt, wenn sie teuer sind, warum habe ich denn keinen Obstgarten? Oder warum baue ich die nicht selber an? Wie ging denn das mit dem Obstgarten? Wie war denn das? Wie war denn das? Einfacher Baum. Also hier war es nicht. War das mit dem normalen Feld? Müssen wir mal probieren. So, hier läuft jetzt alles. Tomaten. Oh, die brauchen länger zum Einpflanzen. Die Erdbeeren wachsen schon wieder. Die sind schon wieder fast durch. Paprika sind immer noch nicht durch. Wir waren hier Holland, ne? Müssen wir noch ein bisschen Wasser in die Nähe stellen, damit wir die Tomaten schön mit Wasser vollpumpen können, wie das in Holland halt so üblich ist. Und ja. So. Ja, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall auf den Frühling warten. Und jetzt ist, glaube ich, auch die Zeit, wo wir wirklich hier, seht ihr schon, die Bienen im Hibernation-Modus sind. Da könnten wir eigentlich auch die Züchter abziehen und hier schneller arbeiten lassen. Ne? Jetzt kommt der Schnee. Und trotzdem wächst die Paprika. Die Tomate wächst. Ah ja, guck mal hier, die Erdbeeren sind eine langjährige Pflanze. Die können wir auch drin lassen. Aber hier müssen wir wahrscheinlich neu anpflanzen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Unsere erste Paprika-Ernte. Und dann haben wir hier nachher noch die Tomaten. Tomaten. So. Hervorgeragt. Vielleicht geht ja auch dann bei den Paprika die Ernte schneller oder so. Vielleicht können wir das irgendwie schönreden. Ich weiß es nicht. Über Wege scheinen die Leute ruhig schneller laufen zu können. Wetteralarm, zu niedrige Temperatur. Irgendwas friert hier gerade ein bei minus 3 Grad. Was ist es? Es sind nicht die Erdbeeren. Es sind auch nicht die Tomaten. Der Winter. Ja, das Feld ruht. Der Winter. Der Winter. Ja gut, also im Januar wird es eng, aber Gewächshäuser funktionieren. Erdbeeren, Paprika hier nach wie vor am Start. Es sieht also aus, als wenn hier noch immer welche dran wären. Also auch da gute Ausbeute. 450, das ist ja jetzt die Frage. Also 5000, wir haben glaube ich dreimal mittlerweile schon Erdbeeren geerntet und einmal Paprika, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich bin ja immer so ein bisschen verwirrt, das wisst ihr ja schon. So, dann schauen wir mal. Mir schläft übrigens gerade hier der Fuß ein, das ist auch nicht gut. Da ist das Alter. So, dann sehen wir hier schon wieder die Erdbeeren fertig. Also zu viel Gewächshäuser. Au,
zu viel Gewächshäuser dürfen wir auch nicht haben. Da haben wir nämlich sonst zu wenig Mitarbeiter, die Sachen sammeln. 780. Okay. Dann würde ich sagen, wir verkaufen mal die Paprika. Jetzt wird spannend. Also 10.000, 12.000 müssen wir dann herauszahlen, dass sich das irgendwie rechnet. 6.000. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Es ist mir suspekt. Es ist mir suspekt, da bin ich ganz ehrlich. So, hier kommen die nächsten. So, was wir dann noch testen können, ist jetzt, ob aus der Erdbeerdings hier wegen der Fruchtbarkeit mehr Erdbeeren rauskommen als aus dieser hier. Müssen wir uns ungefähr mal merken, wenn ich das hinbekomme. Wie viele Erdbeeren waren das? Und mehr Mitarbeiter hier für die Gewächshäuser geht sowieso nicht, fällt mir gerade ein, weil hier können ja immer nur 3 arbeiten. War also Quatsch, was ich da erzählt habe. Aber mit dem, ich glaube, die Investition in die automatische Bewässerung, die war schon mal was wert. Dass wir da nicht immer so lange... Vielleicht sollten wir hier noch so ein zweites Lager hinbauen, dass wir nicht so ewig weit laufen müssen, oder? Wie wäre das denn? So, 370 Erdbeeren mit dem schlecht gewarteten Feld. Und jetzt legt die Paprika plötzlich zu. Also die scheinen irgendwie so Wetterphasen zu haben. Kann das sein? Wäre das eine Form der Möglichkeit? Erdbeerpreis sowieso gerade im Keller. Nicht gut. Aber immerhin, wir scheinen uns in die Gewinnzone zu bewegen. Ich glaube, wir sollten noch so einen weiteren kleinen... Was kostet denn so ein kleines Lager? Kleines Lager. Hier, 10.000. Dass wir das hier vorne in die Nähe setzen vielleicht. Warte mal. Was sind das? Gehen jetzt auch Halbfelder bei den Straßen? Also wäre vielleicht nicht schlecht, ne, wenn wir da noch so ein kleines Lager dazwischen hätten. Und auch ein Arbeiterhaus. Also Arbeiter und Lager hier für die Gewächshäuser. Aber auf welche Seite bauen wir die? Bauen wir dann hier nochmal 4 Gewächshäuser hin irgendwann? Oder bauen wir das hier vorne hin? Und hier nochmal ein Arbeiterhaus, weil wir haben jetzt die maximale Anzahl an Arbeitern erreicht, die darin arbeiten können. Müssten wir auch mal schauen. So, die nächste spannende Frage ist, wie sieht es mit unseren Penunzen aus? Jetzt letzter Monat. Das sieht schon besser aus, ne? Erdbeeren, Paprika, aber das Paprika ist echt, weiß ich nicht. Also Erdbeeren, scheinen sich da mehr zu lohnen. Scheinen. So. Und irgendwann geht es auch mit unseren Feldern weiter. Wie viele Kühe sind jetzt hier aber rumgekommen? Oh, wieder 2, ne? Ich glaube, wir lassen das mit der Fortpflanzung mal. 2 Weizen, Äpfelchen. Genau, und dann wollte ich gucken, wie geht das eventuell mit den Obstgärten, dass wir hier noch so einen kleinen Obstgarten hinbauen. Ich will nur wissen, wie das funktioniert, ne? Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt groß ins Geschäft einsteigen. Ich denke nicht. Wir können das rausfinden, indem wir mal schauen. Gruber. Wir brauchen ja auch dann die Erntemaschinen dafür, beziehungsweise die Mitarbeiter, die das dann bearbeiten, die jetzt nichts zu tun haben, ne? Deswegen brauchen wir eh mal ein weiteres Feld. Wir machen mal ein kleines. Wir machen mal ein kleines weiteres Feld hier. Was machen wir denn da? So? So, es ist eh gerade Winter. Ja, wenn wir dann Obstbäume hätten,
dann haben wir ja wirklich so, ja, wie soll ich sagen, also das wäre dann halt eine coole Sache, weil die Mitarbeiter haben immer was zu tun. Jetzt haben ja sogar die Imker nichts zu tun, ne, im Winter. Ja, und dann bei den Getreidesorten vielleicht ein bisschen Raps dazu nehmen. Wir haben natürlich hier Gärfutter, Häcksel, Weizen. Ich weiß auch ich habe keine Ahnung, ob bei den Kühen jetzt, je nachdem, welches Futter dazu kommt, dann das irgendwie mehr oder weniger bringt. Bei Gras zeigt er sowieso nur an hier. Also da können wir mal was nachkaufen. Nee. Haben wir im Frühjahr wieder. Sollte eh passen. Ja, da müssen wir jetzt in der Tat warten. Einmal, dass hier das wieder reif wird. Und da bin ich mal hier gespannt. Wie gesagt, das wird jetzt unser Test zur Fruchtbarkeit. 360 Erdbeeren kommen aus dem Halbfruchtbaren. Wenn jetzt hier deutlich mehr kommt, reißen wir die hier ab oder düngen die normal. Das Problem ist, kann man die während des laufenden Dingsbumses düngen? In Pure Farming geht das. Tomaten. Scheint auch jetzt nicht gerade so die schnellsten Wachser zu sein. Also Erdbeeren, da geht es echt voran. Milch wird nicht geholt wegen Winter. Oder was ist da los? Was ist da los? Hier wäre es übrigens cool, wenn da noch so ein bisschen eine Zeitanzeige wäre. Also wann sind die fertig? So, wir schauen mal ein bisschen auf unserem Hof rum. Während wir darauf warten, dass die reif wird. Die ganze Zeit immer dieselbe Ansicht da hinten haben, ist auch ein bisschen doof für so ein Let's Play, ne? Guck mal hier, die schöne Brücke, alles im Winter, die Maschinen stehen da und warten darauf, dass sie wieder verwendet werden. Unsere kleine Bienenzucht, noch mehr Maschinen und meine dämlichen Lagerhallen, wo ich das vorher nicht wusste, weil ich so doof bin. Hier wächst alles hervorragend. So, Victoria Bering. Victoria, wo bist denn du? Da. Gibt ja immer noch ein paar Euro. Aber letztlich ist es ja auch wirklich so gedacht, ne? So eine Management-Simulation spielt man in der Tat isometrisch, beziehungsweise, ja, spielt man isometrisch und das, glaube ich, haben auch noch ein paar Zuschauer nicht verstanden. So. Na, das ist ja wunderprächtig. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Da gehen die Mitarbeiterlöhne flöten, denn wir haben den ersten. Ja, dann machen wir quasi eine Paprika-Ernte, machen wir, nur um die Mitarbeiter zu bezahlen. Und jetzt machen wir eine Erdbeerernte. Jetzt bin ich mal gespannt. So, das gucken wir uns noch an. Geschäftiges Treiben natürlich hier immer auf dem Stall. Da auf dem Hof da hinten geht immer die Leute zum Kuhstall und arbeiten da. Ein paar Fahrzeuge sind unterwegs. Jetzt habe ich schon mal eine Straße hingemacht. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Aber ich glaube, wir sollten echt hier... guck mal, wie lange die latschen. Latsch. 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 Das ist nur Zeit, wo die latschen. Die ist fast länger, als die arbeiten. Achte mal. Eins, zwei, drei, vier. 5 Sekunden gearbeitet. Okay, wahrscheinlich, weil es schon leer ist jetzt, ne? Jo, also das bringt nicht mehr. Das bringt nicht mehr. Es reicht also, wenn irgendwie das fruchtbar war mal. Und dann scheint das schon gut zu sein. Ja, und ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Also jetzt hier gerade in der Winterjahreszeit ist nicht so viel zu sehen. Aber es gehört dazu, ne? Es gehört dazu. Aber ich würde wirklich sagen, dass wir hier die Lagereinheiten hier in die Nähe stellen. Dass wir nur so ein kleines Lager hier haben. Na guck mal, die laufen jetzt darüber. In der Zeit, wo die jetzt darüber laufen, werden schon fast wieder die Paprika reif. Und auf dem Feld ist schon fast wieder alles gewachsen. Also das ist
Das ist ja einmal so eine Initialwachsphase und so, ne? Ich meine, die können latschen, aber in der Zeit wächst es halt nicht. Es wächst halt nicht. So, wir gucken mal, ob wir vielleicht einen guten Preis jetzt gerade haben. Nee. Jetzt haben wir so viel Erdbeeren verkauft, jetzt geht der Preis in den Keller. Das ist natürlich auch ein Problem. Jetzt. Ja, das heißt also, Erdbeeren sollten wir zur Not dann irgendwann auch weiter verarbeiten. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Farm Manager 2018. In dieser Folge bitte mal alle einen Daumen hoch geben. Jeder, der diese Folge geschaut hat, einen Daumen nach oben. Schaffen wir das? Natürlich nicht, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderoll.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.